Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den Adventskalender vom Busi Shop. Das ist ein Shop, der in Holland sitzt, in den Niederlanden. Und dort finden wir auch immer gerne unsere LEs und so und Sortimentsneuheiten von Essence und Catrice. Und die haben eigenen Adventskalender rausgebracht. Der kostet 69,95. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der soll einen Warenwert haben von 307,44 Euro, was natürlich ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis wäre. Der ist super schwer, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass da derbe was drin ist. Und nicht nur ich stelle ihn vor, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Schaut gerne bei ihr für eine zweite Meinung vorbei und lasst gerne ein bisschen Liebe von mir da. Ja, ich würde sagen, wir stellen das Schätzelein mal in den Hintergrund, denn der ist wirklich super, super schwer. Aber vorher riskieren wir einen Blick. Ja. Oh, es sind Schubladen. Das finde ich toll. Auch wenn das Design sehr schlicht ist, finde ich den eigentlich ganz hübsch. Notfalls mit Stickern bekleben oder so. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Geht schon mal gut los, ne? Ich kenne die Marke zwar nicht, aber das Produkt ist groß. Wir haben am 1. Dezember von Almas eine Firming Transformation Mask drin. Die soll die Poren verfeinern und liften mit Probiotika und Hibiskus. Hier sind 100 Milliliter drin enthalten. Das ist eine Gesichtsmaske. Und wenn ein Adventskalender mit einer Gesichtsmaske startet, hat er direkt bei mir einen Stein im Brett. Ne? Finde ich klasse. Ist ein schönes Produkt, würde ich mal so sagen. Auch wenn die Marke mir unbekannt ist, hört sich das vielversprechend an. Auch beim 2. Dezember haben wir hier ein Produkt drin, was aus dem koreanischen Bereich kommt. Das finde ich interessant. Madagascar Centella Cream. Made from Pure Centella from Madagascar. 30 ml von Skin 1004. Also ist es eine Gesichtscreme und das finde ich mega nice. Ich mag die Marke auch ehrlich gesagt sehr gerne. Die soll beruhigen und ausbalancieren, steht hier drauf. Eine sehr, sehr hautverträgliche Marke. Da haben wir eine schöne Tube hier mit dabei. Ne? Kann man definitiv gut machen. Was habe ich gesagt? Wie viel Gramm hier drin sind? 30 Milliliter. Das ist eine richtig vernünftige Größe. Und ich halte mir die ganze Zeit vor Augen, dass wir hier 69,95 als Preis haben. Das ist abgefahren. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir ein Haarpflegeprodukt von Lee Stafford drin. Das ist jetzt kein K-Beauty-Produkt. Ne? Ich wusste übrigens nicht, dass man so viel K-Beauty auch bei Busi Shop findet. Ich hatte das eigentlich immer eher so mit Revolution, Essence und Catrice in Verbindung gebracht. Auf jeden Fall ist es das Heat Protection Shine Mist. Da bekommst du mit grünem Teeextrakt und Provitamin B5 50 ml Produkt. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Kann man gut verwenden, selbst wenn man sich die Haare halt nur föhnt, um halt so ein Leave-In auch zu haben und gleichzeitig halt vor der Hitze schützen kann. Finde ich cool. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir von Busi Shop selber was drin und zwar den Blending Sponge. Das ist praktisch und ja, Busi Shop hat auch eine eigene Marke bzw. Eigenmarkenprodukte. Ne? Kannst du trocken und auch feucht verwenden und das ist ein toller Schwamm. Den habe ich auch schon mal als Goodie mit dazu bekommen. Der ist richtig schön weich und ich finde auch diese Poren da drin, also ne, nicht zu feinporig, nicht zu grobporig, der ist richtig toll. Ich wollte gerade sagen, dekorative Kosmetik wäre mal richtig nice und da haben wir am 5. Dezember dekorative Kosmetik drin. Es ist von Essence ein Lip Oil, Zwischending zwischen Pflege und dekorative Kosmetik, ne? Cranberry with Tinting Effekt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist eine Originalgröße mit 4 Millilitern. Das heißt, wenn man sich das aufträgt, bekommt man auch so ein bisschen leicht eingefärbte Lippen. Ne? Habe ich tatsächlich auch noch gar nicht bei uns in der Drogerie gesehen, muss ich sagen. Finde ich aber super spannend. Ich hoffe nur, dass es nichts ist, was quasi so pinke Lippen macht. Mal gucken. Für uns ist der 6. Dezember Nikolaus, aber die Holländer sagen uns nein. Nicht für uns. Okay, dann halt nicht. Da haben wir Invisi-Bobbles drin enthalten. Und zwar sind das die Slims. Da haben wir 3 Stück drin enthalten. Das ist auf jeden Fall hübsch, ne? Verwende ich auch super gerne. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich dieses Jahr Invisi-Bobbles gar nicht in dieser Masse in den Händen gehalten habe, was Adventskalender-Unboxings angeht, wie sonst. Also die lassen ein bisschen nach. Aber ich habe noch genug davon in den letzten Jahren, also keine Sorge. Oh, der 7. Dezember, ne? Also zum Wiederbefüllen ist dieser Adventskalender 1a. Du kannst ja so große Sachen reinmachen. Hier haben wir die Clear Skin Days Clarifying Serum Hydrate and Clear mit Hyaluronsäure und Salicylsäure. Da haben wir 50 ml drin enthalten. Das dürfte eine Originalgröße sein. Für mich ist es jetzt nichts, was ich jeden Tag verwenden würde. Hier steht auch drauf, morgens und abends verwenden. Bei Salicylsäure bin ich halt immer super vorsichtig. Gerade bei etwas, was halt als Serum auf dem Gesicht bleibt. Ich habe hier mal ein Video über Peelings gemacht. Könnte vielleicht für den einen oder anderen relevant sein. Da bin ich halt, wie gesagt, etwas vorsichtiger. Ne? So schaut es einmal aus. Finde das auf jeden Fall für, ich sag mal, normale Mischhaut
ne, normale Haut, Mischhaut, sicherlich ein gutes Produkt. Für sensible Haut vielleicht nicht ganz so gut. Und bei Peelings vertraue ich persönlich halt auch immer eher so auf Dalton. Da gibt es jetzt gerade mit dem Code SUPERCLAUDY 20% Rabatt. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Das ist halt so ein bisschen die Skincare-Marke meines Vertrauens, weil ich die Produkte halt einfach auch sehr, sehr gut vertrage. Ich teste aber auch nach wie vor gerne weitere Produkte und weitere Marken, aber da habe ich halt wirklich meine No-Brainer gefunden. Und ja, wie gesagt, hier wäre ich ein bisschen vorsichtig. Trotzdem finde ich cool, dass es drin ist. Vor allem finde ich auch cool, dass es in der 7 drin ist, weil das dann noch lang genug von Heiligabend entfernt ist, sodass man sich dann auch erstmal rantasten kann. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir einfach mal eine Full-Size Mascara drin. Revolution The Mascara haben wir hier drin und ja, das ist hier auch noch zugeschweißt. Ich kann euch gleich gerne mal das Bürstchen einblenden. Das ist so ein sehr buschiges Faserbürstchen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte die auch schon mal da. Mochte ich nicht so gerne, wie zum Beispiel die VD 5D Lash Power Mascara von Revolution, die ich liebe. Genau, aber ja, das ist eine gute Mascara, aber für mich jetzt nicht die Mascara von Revolution. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Serum freuen. Das ist das zweite Serum, das geht alles noch klar. Das ist ein Produkt von Geek & Gorgeous, was ich meine auch relativ beliebt ist. Ne? HA5 Rich, ein Serum mit 5 Formen von Hyaluronsäure, was ich richtig gut finde. 30 ml sind hier drin, denn wenn du verschiedene Arten von Hyaluronsäure mit in so einem Serum hast, bringt das auch richtig was. Weil dann sind die verschieden kettig, also haben dann sowohl lange als auch kurzkettige Moleküle mit dabei und können dann auch in unterschiedliche Hautschichten eindringen, um dort dann auch die Feuchtigkeitsspendung zu geben. Geek & Gorgeous ist eine wirklich tolle, interessante Marke, wo ich aber leider viel zu wenig bislang ausprobiert habe. Ich persönlich liebe die Reinigungsprodukte von der Marke. Serien muss ich unbedingt nochmal ausprobieren. Ihr bekommt die theoretisch auch in der Drogerie ganz normal zu kaufen. Ihr bekommt die bei Purish auch immer wieder zu kaufen. Und ja, definitiv finde ich das sehr, sehr nice, weil jeder Hauttyp kann es verwenden. Jedoch muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich es schade finde, dass wir quasi ein Serum hatten, dann ein anderes Produkt und dann wieder ein Serum. Das hätte man ein bisschen kluger verteilen können. Kluger vor allem. Wow. Klüger. Das wäre, glaube ich, das bessere Wort gewesen. Gerade in dem Kontext nicht so geil. Die Nummer 10 ist mit einem Full-Size-Produkt unterwegs. Es ist riesig. Von COSRX haben wir hier etwas drin enthalten. Ich bin gerade ein bisschen baff. Ich glaube, das ist ein Toner, oder? Ja, Even Skin Tone. Genau, 150 ml. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Hyaluronsäure, NAG, ja, Gesundheit, und Aminosäuren sind hier mit dabei. Das soll Feuchtigkeit geben, das soll die Haut glätten und weich machen, dann soll es die Poren pflegen und die Hauttextur verbessern. Wie geil finde ich das jetzt bitte einfach? Also das ist ein richtig tolles Produkt. Okay, das ist ein etwas leicht dickflüssigerer Toner, aber trotzdem, das ist ja mega geil. Also ich feiere das gerade total, dass wir dieses Produkt hier drin haben. Und ich glaube, viele, viele, viele werden sich darüber freuen. Mega nice. Den 11. Dezember habe ich mir jetzt hier mal so ein bisschen rausgepult, weil der Wichtel davor sitzt. Clear Smile, das sind Teeth Whitening Strips. Das finde ich blöd. Pop and Charcoal sind hier drin mit Erdbeergeschmack. Nee, sowas möchte ich nicht verwenden. Ich habe mal von einer Zahnärztin meines Vertrauens und auch Zahnarzthelferin meines Vertrauens gesagt bekommen, dass man, wenn man seine Zähne aufhellen möchte oder irgendwie heller bekommen möchte, geht zum Zahnarzt, lasst euch da vernünftig beraten. Ne? Macht sowas nicht irgendwie zu Hause, weil das kann halt den Zahnschmelz sehr, 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 sehr schädigen und auch das Zahnfleisch, also nee. Die 12 ist hier nicht so ganz die Halbzeit, ne? Weil wir haben 25 Boxen, was ich großartig finde. Hier haben wir vom Busy Shop selbst so eine Haarklammer drin. Ja, so das ein oder andere Füllprodukt darf sein und ich glaube, manche freuen sich auch über solche Haarklammern. Mein Vibe ist es jetzt nicht so unbedingt, aber es ist drin, es ist süß, es darf auch drin sein, es bleibt da drin. Oh, am 13. Dezember gibt es was von Essence und zwar ein Juicy Bomb Shiny Lip Gloss in der Originalgröße in der Farbe Pretty Plum. Das finde ich auch sehr schön, weil mich das auch wirklich so ein bisschen, also Pflaume verbinde ich auch wirklich mit Weihnachten, das macht Sinn. Diese Juicy Bombs sind, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt, wobei die gibt es ja mittlerweile, glaube ich, auch in anderen Verpackungen oder so. Aber ich finde es schön, dass es drin ist, ich beschwere mich da null drüber. Ist es das zweite Lippenprodukt, aber ich komme damit klar. Das war jetzt übrigens die Halbzeit. Für eine Halbzeit ein bisschen mau, aber trotzdem ein schönes Produkt. Ich bin jetzt hier beim 14. Dezember und da habe ich was von Cetaphil drin. Optimal Hydration, eine revitalisierende Nachtcreme. Ist eine Originalgröße mit 48 Gramm. Finde ich gut. Ich glaube, auch das ist eine Marke, die relativ hautverträglich ist, worüber man sich definitiv freuen kann. Haben die nicht auch irgendwie so ein bisschen apothekenmäßig Status was bei sich mit drin? Weiß ich gerade nicht. So schaut es auf jeden Fall aus. Ist ein ganz klassischer
Tiegel, ne, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Wow. Auch die Nummer 15 ist sehr, sehr gut ausgefüllt. Und hier haben wir, glaube ich, auch wieder genau was von Boosie Shop selbst drin. Ein Foam Maker. Damit kann man selber Schaum machen, also so ein Reinigungsschaum. Das ist ja auch so ein bisschen aus dem K-Beauty-Bereich, ne. Ja, da kannst du dann halt irgendwie so ein Reinigungs-Raschel-Raschel-Produkt reinmachen. Und dann kann man hier oben so machen und dann hast du hier unten Schaum und kannst dich damit halt entsprechend abschminken. Das ist süß, auf jeden Fall, ne? Und genau. Ich weiß nicht, kann man sowas auch umfunktionieren, um damit Milchschaum zu machen für einen Kaffee? Ich glaube schon, oder? Von der Theorie her? Muss ich mal ausprobieren, weil dafür könnte ich das auf jeden Fall gut gebrauchen. Und hier ist auch eine Linie, bis wohin man da das Wasser machen soll. Okay, jetzt kommt so ein bisschen Tool Overload gerade so um die Ecke, ne? Am 16. Dezember haben wir nämlich Rosenquarzroller von Revolution drin. Damit kann man super sein Serum einarbeiten. Man kann sich damit halt auch einfach im Gesicht rumstreicheln. Du kannst dir da Reste von der Maske einarbeiten und so weiter, ne? Das ist an und für sich schon ein cooles Teil, aber ich glaube, dass viele von uns sowas auch schon zu Hause haben. Meine Empfehlung für den Sommer, packt euch das in den Kühlschrank oder wenn ihr das morgens anwenden möchtet, weil gerade dieses Teil hier unten ist super, wenn ihr so Augenschwellungen habt, ne? Damit kann man die ein bisschen abschwellen lassen. Hier haben wir den 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Und da haben wir etwas drin enthalten, was wir, glaube ich, ganz gut mit dem Roller zusammen verwenden können. Von Mix Zone Bean Essence. Also Bohnenessenz quasi, ne? Pure Ingredient Oriented Skincare Brand mit 50 ml. Das ist auch wieder K-Beauty. Es ist ein Originalprodukt. Es ist total abgefahren. Skin Irritation Test completed. Hä? Okay. Was sollst du überhaupt machen, mein Freund? Das weiß man nicht, was er machen soll. Das weißt du selber nicht, ne? Wahrscheinlich einfach Feuchtigkeit spenden und gegen Irritationen wirken. Das ist hier noch versiegelt. Lasse ich auch zu, damit das gegebenenfalls auch weitergegeben werden könnte, ne? Eine Essenz verwendest du nach einem Toner und vor einem Serum im Prinzip, weil das quasi von der Konsistenz her genau dazwischen liegt. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Unsere K-Beauty-Eskalation geht auch am 18. Dezember weiter, denn hier haben wir was von Dear Claire's drin, was ich ja mal mega finde. Midnight Blue Calming Cream, eine Intensive Soothing Care After Sun Care Guaiazulene. Herzlichen Glückwunsch. 30 Gramm sind hier drin enthalten und ja, das hört sich für mich nach einer sehr schönen, sehr feuchtigkeitsspendenden Creme an. Das ist auch hier noch versiegelt. Das heißt, ich komme hier nicht dran. Das ist, ne, ich möchte die Produkte ja nicht alle dann. Oh komm, ich will es jetzt trotzdem mal gucken. Ich bin jetzt neugierig. Was soll der falsch sein? Ich bin neugierig. Einfach mal eine Creme von Dear Claire's. Wahnsinn! Bislang haben wir, glaube ich, auch nur Originalgrößen hier drin gehabt, ne? Vielleicht von dem Centella, dass es vielleicht eine kleinere Größe ist, aber ansonsten sind es nur große. Oh, du hast ja auch noch einen Spatel mit am Start. Und das ist wirklich hier aus Glas unten drin. Das sieht so schön aus. Ich bin von diesem Adventskalender wirklich immer mehr beeindruckt, auch wenn wir hier mittendrin manchmal so ein bisschen dieses, ne, wir haben einen kleinen Tool-Eskalationsgedönsen mit dabei gehabt, aber ich glaube, der kann insgesamt echt was. Der 19. Dezember enthält auch wieder ein Cremeprodukt. Good Cera, also eine Super Ceramide Cream. 72 Stunden. Okay. Achso, diese Feuchtigkeitsspendung soll bis zu 72 Stunden halten von Holika Holika. 20 ml haben wir hier drin. Ja, wir haben jetzt mittlerweile schon relativ viele Cremes und so weiter. Das ist mir jetzt aber gerade einfach mal egal. Ich finde, dass das einfach tolle Produkte jetzt bislang drin enthalten sind. Und ich freue mich über diese Creme. Ich glaube, viele freuen sich auch darüber. Ceramide sind so toll zur Reparierung der Haut. Holika Holika ist eine richtig schöne, angenehme Marke, die jetzt nicht irgendwie super viele, ich glaube, die haben nicht mal Parfümstoff oder sowas mit drin. Ich vertrage die mega gut, war eine Inhaltsstoffliste, aber ich glaube, damit hat man wirklich seine Freude. Mega nice. Gut, es ist Creme hinter Creme, das ist ein bisschen öde, hätte man besser verteilen können, ne? Aber bei dem Preis, nee, keine Beschwerde meinerseits. Mm-mm. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Den haben wir jetzt hier mit einem grünen Tiegelchen. Purify and Care von Catrice. Ist das eine 1% BHA-Maske mit 30 ml, die man halt wirklich auch super verwenden kann, wenn man Unreinheiten hat oder punktuell drauf machen, einwirken lassen, abwaschen. Und dann hast du BHA und Lehm mit dabei. Finde ich cool. Hier steht bis zu 10 Minuten. Würde ich erstmal vorsichtig ein bisschen antesten. Eskaliert nicht zu sehr. Und ich würde sie halt auch nicht auf normale Haut anwenden, sondern wirklich nur, wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, die machen würde, würde ich die hier nur so am Kinn anwenden, weil das sind hormonell bedingte Pickel. Die dürfen hiermit entfernt werden. Oh, am 21. Dezember haben wir wieder die wundervolle Firma Skin 1004 hier drin enthalten. Und da haben wir Madagaskar Centella Hyalucica Waterfit Sun Serum.
Lichtschutzfaktor 50 plus, PA plus, 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 plus. Das finde ich toll. 15 Milliliter ist ein bisschen klein, aber ein Lichtschutzfaktor direkt hinter ein BHA-Produkt zu packen, hinter ein chemisches Peeling, finde ich so schlau. Gut, ja, das BHA-Produkt ist vielleicht ein bisschen zu früh hier, sage ich mal, drin, weil wir sind in der Weihnachtswoche, da mit BHA zu starten, ist vielleicht ein bisschen riskant. Aber du hast hier direkt auch die Info, okay, am nächsten Morgen verwendest du aber bitte schön Lichtschutzfaktor. Großartig. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. In der Nummer 22, zwei Tage vor Heiligabend, erwartet uns eine rosafarbene Tube. Umberto Gianni Curl Jelly. Scrunching Jelly. Okay. Achso, wenn man halt Locken hat, kann man das gut verwenden. 50 Milliliter sind hier drin. Ich habe keine Locken und bei mir halten auch keine Locken. Deswegen macht dieses Produkt bei mir leider wenig Sinn. Das ist halt so ähnlich, als würden die jetzt irgendwie einen Concealer reinpacken. Ne? Passt halt nicht jedem. Oh, dass die überlebt hat. Am 23. Dezember, am Tag vor Heiligabend, haben wir eine Lidschattenpalette von Wet n Wild drin. Color Icon, Call Me Sunshine. Witzige Farbbezeichnung zu Heiligabend, aber ganz ehrlich, mit dieser Palette hätte ich doch sicherlich auch den Look schminken können, den ich gerade auf meinen Augen trage. Na, fast. Hier würde ein bisschen Gelb noch fehlen, aber ansonsten haben wir hier ja auch so ein Ocker. Wir haben ja auch so einen Goldton mit dabei. Definitiv, ne? Richtig, richtig nice. Damit kann man einen schönen festlichen Look schminken, weil ich persönlich verbinde auch Weihnachten so ein bisschen mit Rot und Gold. Und deswegen passt das. Ich weiß jetzt nicht, von wann die Palette ist, wie aktuell die ist. Ich finde es schön, ne? Und Wet n Wild haben wir damals sehr, sehr häufig gesehen und gezeigt. Es wird immer weniger und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich mag die Palette. Die ist toll. Die Nummer 24, Heiligabend, finde ich klasse. Auch wenn die Farbe schwierig ist. Es ist von Busy Shop selbst ein loser Fixierpuder. Und der ist vegan, cruelty-free. 6 Gramm sind hier drin. Wir haben ja nämlich ein ganz leicht eingefärbtes Produkt. Aber ich finde, das geht klar. Ich finde es richtig toll, dass wir das hier drin haben. Denn ein Puder kann man doch eigentlich immer sehr, sehr gut gebrauchen, oder? Und tatsächlich ist ein Puder auch eigentlich immer ganz gut in einem Adventskalender aufgehoben, wenn es jetzt nicht unbedingt farbgebunden ist. Das finde ich ja schon wieder charmant. Der 25. Dezember ist zum einen vorhanden und zum anderen enthält er 2 Full-Size-Produkte. Da haben wir einmal drin von einem From. Da habe ich aktuell die Maskenanwendung. 150 Milliliter von dem Rice Toner. Wie großartig ist das bitte? Das ist ein super mildes, angenehmes Produkt, auch hier bis 2027 haltbar. Finde ich sehr, sehr schön. Die Maske davon mag ich gerne, auch wenn die ganz leichte Peelingpartikel mit drin hat. Da versuche ich halt so viel Wasser, wie nur geht, in mein Gesicht zu geben, damit sie halt nicht peelt, ne? Aber das ist das erste Produkt in der Nummer 25. Hier haben wir noch ein zweites Produkt. Und zwar ist es von COSRX Ultra Light Invisible Sunscreen mit Witch Hazel. Ich habe schon wieder vergessen, was das für auf Deutsch heißt. Aloe Vera und Hyaluronsäure mit 50 Millilitern. Das ist so cool. So, so cool. Wir brauchen alle Lichtschutzfaktor, auch im Winter. Das haben wir hier. Ich finde das helfen. Es ist ein 69,95 Euro Adventskalender und das sind die Produkte, die drin sind. Das ist ja wohl mal der Hammer. Das ist einfach eine Tube, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach hin und weg von diesem Adventskalender, weil er einfach gezeigt hat, was für einen Preis von 69,95 möglich ist. Ja, kurz mittendrin aufgehört, cool zu sein und dann, nee, ich mach doch weiter. Also dieser Adventskalender hat mich wirklich überzeugt und es würde mich nicht wundern, wenn der wirklich sehr schnell ausverkauft ist. Der ist jetzt von außen mit seinem Schweinchenrosa Design nicht so der absolute Hingucker, muss ich wirklich sagen. Aber von innen enthält er klasse Produkte. Ihr habt das Unboxing gesehen, ihr wisst, wo was drin ist. Das heißt, wenn ihr den verschenkt, könnt ihr vielleicht das ein oder andere Kläppchen tauschen, um da halt einfach nochmal ein bisschen mehr diesen Wow-Effekt zu machen, weil er ja zeitweise so ein bisschen geworden ist, vielleicht auch ein paar viele Cremes hintereinander gleichzeitig drin hatte. Das würde ich halt einfach so ein bisschen anders durchmixen. Keine Ahnung, wer sich da überlegt hat, wie man das so zusammenstellt, aber der Inhalt an und für sich ist klasse. Vielleicht kann man auch hingehen, wenn man den verschenkt, dass man dieses Clear Smile Produkt rausnimmt und dafür irgendwie einen Schoko-Nikolaus reinpackt oder so. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Aber ich finde, der ist toll. Der ist richtig toll. Wir haben ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben tolle Produkte hier drin. Wir haben hier für fast jeden Hauttypen geeignet, die Produkte auch drin enthalten. Wir haben ein paar Produkte, die einfach Spaß machen, wie so ein Schaummacher, ne? Ich glaube, damit hat man seine Freude. Also ein sehr, 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 sehr nicer Adventskalender. Und mein Chat sieht es genauso. Also ich mache hier gerade ja mein Insta-Live und da wird auch geschrieben, dass sie das cool finden. Also schreibt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und ja, dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.